Einen herrlichen Donnerstag wünsche ich euch. Ich wollte jetzt hier, bevor das Video sozusagen losgeht, euch einfach nochmal einen Tipp geben. Ich weiß nicht genau, ob ich es schon mal gemacht habe. Dementsprechend ziehe ich das jetzt hier einfach mal kurz durch. Und zwar kann man sich bei WOT jetzt seit längerer Zeit, also ich weiß gar nicht, über einem Jahr glaube ich schon, jeden Tag sich ein Geschenk abholen. Was da genau drin ist, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, was möglich ist. Dafür geht ihr einfach hier oben auf Nachschub, dann im derzeit dritten Reiter hier auf Top-Angebote. Dort scrollt ihr einfach nach ganz unten und ihr habt da das zufällige tägliche Geschenk. Wie gesagt, was da jetzt dann drin ist, dann auf Erhalten drücken und ein paar Sekunden später kriegt ihr das dann auch gut geschrieben. Sehen wir jetzt gleich hoffentlich auf der, ja, hier 20.000 Credits habe ich jetzt hier in dem Fall gekriegt. Ich denke so, für Lau ist das ganz nett. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir einfach mal zur Runde. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Heute sitze ich im Objekt 260, bin jetzt hier auf Mali gelandet. Das Ganze in einem reinen Zehnergefecht mit zwei Artis, keiner Lights. Und als Heavy, als 260 heißt das auf jeden Fall erstmal Richtung Hillhorden. Wir haben auch einen Chieftain und an sich eigentlich echt nur Top-Heavy jetzt hier am Start. Der Gegner hat eine Maus, das heißt, wenn wir jetzt hier zügig sind, können wir dementsprechend uns gegebenenfalls direkt einen Vorteil erarbeiten. Weil so eine Maus, die braucht er dementsprechend lange. IS-4, AMX sind jetzt auch alle nicht die schnellsten. Also besonders im Vergleich jetzt zu dem, was wir hier am Start haben. Auch der E5 ist jetzt nicht so der schnellste. Der einzige, der wirklich richtig zügig im Vergleich ist, wäre jetzt hier der VZ oder gegebenenfalls irgendein Med. So ein STB 104. Also an sich könnte man fast alle Meds hier oben erwarten. TVP wäre gegebenenfalls ein bisschen ungewöhnlich, aber ansonsten die anderen drei, ich glaube, wie gesagt, die könnte man hier alle oben sehen. Einmal luschern, ob wir ihn da sehen. Da sehen wir. Okay. Dann halt nicht. Der ging unter ihm in den Boden rein. Gibt halt leider zwei Artis, dementsprechend das ist ein bisschen ärgerlich immer, aber wir sehen ja, der Hill gehört jetzt von uns eigentlich. Wenn wir uns jetzt hier nicht runterarbeiten lassen von den Artis, da kommt die erste auf den Schief. Jetzt können wir loslegen. Zack. So, jetzt gibt es gleich nochmal zwei Artikeln und dann haben wir ein bisschen Pause. Oder hat die Batchet schon? Okay, ich glaube, die Batchet ist dann doch gerade im Reload. Jetzt kommt die 261 nochmal. Komm mal her hier. Immer schön reinhalten. Müssen halt wirklich ein bisschen zügig machen, weil ich wollte jetzt hier nicht zu viel HP verlieren. Gleichzeitig sehen wir ja auch, unser Cap ist bis auf den TVP komplett unbewacht. Na, schade. Ihr seht, wie im Vergleich einfach das jetzt hier ist, wie wir die Gegner runterarbeiten, wenn wir die Gegner halt hier hochkommen lassen. Also besonders hier an dem an der Windmühle oder allgemein, wenn dieser Punkt hier vom Gegner überschritten wird, ist es halt deutlich, deutlich schwerer anzugreifen, weil sie halt alle auf den gleichen Punkt gucken können, ne? Jeder, der hier oben steht, guckt halt sozusagen hier in diese Richtung. Jeder, der hier unten lang fährt, fährt. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Und so mussten sich jetzt die Gegner entscheiden, zumindest die beiden hier oder die drei da vorne, ob sie nach vorne oder halt nach rechts von sich aus schießen. Und das hat es uns halt extrem leicht gemacht, auch wenn die Artis die ganze Zeit reinhalten. Unsere haben ja auch mitgemacht. Also, ihr wisst ja, wenn die Gegner Artis haben, haben wir ja auch welche.
Und das ist halt auch der Grund, warum ich dann da so zügig sein möchte. Je länger man halt hier dann sozusagen, egal an welcher Position steht, umso länger Zeit haben halt einfach die Artis. So, PvP jetzt an unserem Cap auch geplatzt. Ich habe mich direkt zurückgezogen. Also hier, was heißt zurückgezogen? Ich bin halt direkt runter vom Hill, um jetzt hier direkt Jalla Angreif in unser Cap reinzumachen. Runde sieht ja an sich relativ gut aus. Wir müssten halt jetzt dafür sorgen, dass die hier alle platzen im besten Fall, so dass wir sozusagen die Schlinge zuziehen können und dann hier von beiden Seiten sozusagen den Wald attackieren können. Müssen wir mal gucken, ob es überhaupt so weit kommt oder ob die Kollegen hier auf der rechten Seite ein bisschen schneller unterwegs sind. Hallo E5. Ich nehme trotzdem erst den STB, einfach nur damit er halt weg ist. Dann haben wir nur eine Kanone, die auf mich schießt. Zack. Den nehmen wir uns aber auch noch mit. So, E50 ist auch hinten. Sowas dann auch gerne den Teammates immer ansagen. Dann wissen sie Bescheid, fahren nicht unachtsam irgendwo rein. Er ist ja da noch nicht gespottet oder allgemein noch nicht gespottet gewesen. Das heißt, wenn ihr die Information nicht weiterreicht, dann weiß das auch wirklich keiner. So, zack. E50, obwohl er Gold schießt, verzweifelt so ein bisschen an unserer Panzerung. Warum ihr euch fragt, warum ich jetzt hier nicht auf ihn drauf fahre. Wir sehen ja, hier hinten ist noch irgendwo eine Grille. Die anderen beiden TDs gehe ich zwar davon aus, dass die woanders sind. Ich wollte jetzt hier aber einfach nicht, währenddessen ich crosse, noch von der Grille kriegen. Dementsprechend erstmal kurz zugehen. Das macht mich die Grille wahrscheinlich auf. So, gezweckt. Weiter Druck machen. Gewonnen ist es. Wir wollen halt jetzt sozusagen nur noch Schaden machen. Hätte ihn jetzt gerne nochmal getrackt. Dann haben wir die Grille. Gehen wir da nochmal ein Schüsschen rein. Ja, sogar den Kill. Easy peasy. Genau so muss das. Ihr habt es gesehen, mit geballter Macht und auch mit ein bisschen Geschwindigkeit haben wir uns den Hill geholt, konnten dann auch rechtzeitig sozusagen zurückfahren und unser Cap verteidigen. War an sich jetzt eine ganz solide Runde. 4 Kills insgesamt abgestaubt, 4047 Schaden durfte ich machen, 1220 sind gebounced und 2372 haben wir noch unterstützt. Das hat jetzt hier fürs Überlegenheitsabzeichen Stufe 2 gereicht und auch noch für den ersten, einen Moment, für den ersten Platz mit 1186 XP. Trefferbild ist so lala, 2 Drittel sind angekommen, 18, 13, 12. Und bei Only Heat sind wir jetzt hier bei 57.759 Credits im Minus angelangt. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal.